Na, jetzt die nahe Zukunft, hä? Ich glaube, in der nahen Zukunft muss eine ganze Menge ausgetüftelt werden hier. Also, naja, die nahe Zukunft hängt ja irgendwie mit der fernen Zukunft relativ unmittelbar zusammen, weil gerade das, wie wir jetzt im Moment mit der Welt umgehen, ganz viel damit zu tun hat, wie das dann in ferner Zukunft aussehen wird. Und ich glaube, das ist eine Sache, über die wir uns langsam mal noch immer noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr wirklich mal bewusst werden sollten, dass wir gerade auf ein ganz interessantes Ding irgendwie zusteuern. Also ich glaube, die nächsten 7 Jahre, die werden alle noch relativ gemütlich sein. Das, was uns dann richtig um die Ohren fliegt, das kommt ein kleines bisschen später, aber wir kriegen ja jetzt schon mit, wie sich so das Wetter verändert und solche Geschichten und wie irgendwie gesellschaftlich hier und da auch um uns rum mal wieder alles ins Brodeln gerät. Was ich da, wo ich mich in dieser ganzen Sache sehe, oder was irgendwie mein, was ich, ich weiß nicht, Vision, aber irgendwie, was ich mein, als meinen Auftrag eigentlich da drin sehe, als Künstler, weil ich dann, ne, das ist ja eh, was ich mache, und dann habe ich lange überlegt, werde ich jetzt Aktivist oder mache ich, was mache ich und so. Und wo ich aber sage, nee, ich habe ja schon eigentlich meine Aufgabe, und die ist, den Leuten zu sagen, vergesst mal bitte nicht, dass ihr Fantasie habt. Das ist, weil, ja, ne, wir in einer komischen, fantasiereichen Fantasielosigkeit im Moment leben. Und ich glaube, da arbeiten sich eine ganze Menge Leute irgendwie dran ab, das da rauszukommen, dass, naja, dass eben diese Alternativlosigkeit, die einem überall so gezeigt wird. Nee, aber das muss jetzt so gemacht werden, weil, ja, warum eigentlich? Also warum müssen sämtliche Dinge, die man startet, sofort einen Businessplan haben und irgendwie nach Modellen laufen, die dem Neoliberalismus hinterherrennen? Wo ich auch irgendwie sage, es ist ja, wir brauchen ja eigentlich nach vorne denken, und wir rackern uns die ganze Zeit an Systemen ab, die vor. Ja, ne? Also das Interessante ist ja irgendwie so, wie der Kapitalismus ist, der uns umgibt, ist das ja auch ein uraltes System schon. Also da geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie das Neue mit, wenn man dann irgendwie anfängt und von, also dann wird man ja immer gerne, wenn man sagt, nee, ich habe aber eine andere Meinung, dann wird man auch so, ja, aber Marx ist ja schon uralt und das ist ja eh auch alles überholt und bla. Wo ich sage, naja, euer ist aber auch schon ganz alt und auch schon längst überholt und frisst sich gerade selbst auf und bringt ja auch nichts. Also können wir bitte mal wieder anfangen, irgendwie schlau darüber nachzudenken, wie es eigentlich von jetzt ab aussehen sollte. Weil, ja, so wie gerade, ne, die Ressourcen und der Reichtum verteilt sind, das kommt, glaube ich, eigentlich ganz am Schluss kommt das keinem zugute. Dann vielleicht mal, wenn ich von der fernen Zukunft mir überlege, da hatte ich irgendwie ein lustiges Erlebnis vor einiger Zeit, also ich sehe immer wieder so Science Fiction im Alltag. Ich habe mich vor ein paar Wochen betrunken in der Altstadtgarage verlaufen. Und das war ein Erlebnis, ne? Weil irgendwie auch nachts und schon so ein bisschen durchfeiert, und dann stehe ich plötzlich drin und denke, oh, hier wohnen nur Autos. Hier sind keine Menschen erlaubt. Und auch nach kürzester Zeit hat es mir halt die Luft abgeschnürt, und ich irgendwie, na gut, aber jetzt durch den Eingang rausgehend wieder ist ja dann auch quasi wenigstens einmal durch den Berg gelaufen. Und dann bin ich am anderen Ende rausgekommen und habe das aber sehr klar mit so einem, na, schon so ein postapokalyptisches, ne? Das ist ja schon irgendwie Mad Max 3, wo sie in diesem Berg sind und der ganze Berg ist voll mit Autos. Also irgendwie war das für mich eine ganz interessante Parallele, die da entstanden ist. Boah, ja, weiß ich nicht, für die nächsten 140 Jahre, ich glaube, in den nächsten 20 bis 50 Jahren fliegt der Menschheit sowieso alles um die Ohren, aber richtig. Und da brauchen wir uns irgendwie auch nichts vormachen. Und ich glaube, in 140 Jahren ist eh alles komplett anders.
vielleicht gibt es dann keine Menschen mehr oder es gibt nur noch die dann darauf hingezüchteten, in so einer Umgebung überleben zu können. Ne? Also ist ja auch immer, dieser ganze Transhumanismus kommt ja auch nicht von irgendwo, sondern wo man wirklich überlegt, ist jetzt Technologie die nächste Stufe der Evolution und werden wir dann, bringen wir uns gerade in der Lage, mit der Welt umzugehen, wie wir sie versauen. Ich bin Zweckoptimist, glaube ich. Also das ist eine andere Sache. Ich habe lange, lange Zeit damit verbracht, eine ganz, ganz schlechte Laune zu haben, weil ich ständig auf irgendwelchen Klima-Alarmisten-Seiten gelandet bin. Und im Moment sage ich eher, nee, also muss halt dran, wir müssen sowieso irgendwie lernen, Verantwortung zu übernehmen für das, was um uns herum abgeht und wie wir damit umgehen und so weiter. Aber wir können halt auch nicht einfach uns die ganze Zeit damit nur verrückt machen. Und wie es dann wird, wird es eh. Also, ne? So erstmal.